Guten Morgen, liebe Campingfreunde. Wir sind jetzt hier in Seelbach im Schwarzwald auf dem Schwarzwälder Hof, Campingplatz mit Sauna. Haben uns kurz entschlossen für einen kleinen Kurzurlaub entschieden und nach Campingplätzen mit Sauna gesucht. Da gibt es nicht allzu viele und hier sind wir dann fündig geworden, haben jetzt hier noch 2 Nächte bekommen. Und jetzt machen wir mal noch einen kleinen Rundgang und zeigen euch ein bisschen was vom Campingplatz. Ja, also wenn man reinkommt, der Eingangsbereich, die Rezeption, nebenan ein Restaurant. Hier hinten gibt es noch ein Hotel, kann man Zimmer und ich glaube auch Ferienwohnungen mieten. Und bei den 2 Türmchen, also bei dem rechten Turm, ist dann der Eingang zur Sauna. Ist eine Saunalandschaft, die man auch ohne hier Gast zu sein benutzen kann. Also ganz normal wie eine Therme. Auf der anderen Straßenseite gibt es noch dieses Baumhausdörfle. Sind also, ich glaube, relativ komfortable Häuschen für wie viele Personen waren die? Ich glaube 6. Bis zu 6. 65 Quadratmeter. Ja, genau, es ist wie so eine kleine Ferienwohnung auf riesen Baumstämmen. Sieht ja schon echt toll aus. Das ist ja ein 3-stöckiges Haus. Ja. Ach, das ist der Turm in der Mitte. Das ist ja keins von den Häusler. Genau. Ja, das ist schon imposant hier. Hier gegenüber von der Rezeption gibt es dann einen kleinen Laden. Da waren wir jetzt noch gar nicht drin, aber da werden wir wahrscheinlich morgen mal schauen. Heute haben wir jetzt nichts gebraucht. Gibt es auch noch Automaten, wo man diverse Sachen einkaufen kann. Hier gegenüber vom Müll geht es dann runter zum Sanitärgebäude 1. Da ist dann auch der Zugang zum Hallenbad, also Hallenbad und Sauna, das hängt ja zusammen. Und hinterhalb, das sieht man jetzt von hier natürlich nicht, ist klar, ist der Saunabereich. Hinter dem Zaun ist dann so ein kleiner Saunagarten. Also zur Sauna, was kann man alles erzählen? Also wie ich schon gesagt habe, wie so eine eigenständige Therme. Hat 5 Saunen plus ein Dampfbad, ein Tepidarium und was war das andere? Nochmal irgend so einen Wärmeraum. Im Freibereich gibt es, da sieht man so das Dach von der großen Naturstammsauna, so heißt sie. Und hinter dem Zaun ist dann ein kleiner Teich. Musik.
Genau, hier sieht man das ein bisschen. Da kann man sich dann, also da haben sie an diesem Teich so ein kleines Becken mit angebaut, sodass man das Wasser vom Teich hat. Und trotzdem aber eben ganz bequem einsteigen kann. Und es ist mit der Sauna so, also man kann es ja ganz normal buchen, kostet dann 26 Euro. Hat an den Wochenenden von 12 bis 20 Uhr geöffnet, an den Werktagen von 14.30 Uhr bis 22 Uhr. Wenn man hier Übernachtungsgast ist, hat man für jeden Tag 1,5 Stunden frei. Also 1,5 Stunden kosten 16 Euro und eben die komplette Zeit 26. Und wenn man dann länger als die 1,5 Stunden bleiben will, zahlt man also maximal 10 Euro nach. Also man bezahlt dann für jede halbe Stunde, die man zusätzlich hat, 2,50 Euro bis zu maximal 10 Euro. Das heißt, nach 3,5 Stunden hat man dann eh den Maximalbereich, also den Maximalbetrag erreicht und kann dann für 10 Euro die komplette Zeit ausnutzen. Ist also richtig schön, kann man natürlich jetzt leider nicht zeigen, gibt es aber ein paar Bilder im Internet. Ist in Natura noch viel schöner als auf den Bildern, also ganz viel mit Holz und mit Steinen, so grottenähnlich. Also wirklich wunderschön angelegt, auch relativ weitläufig. Also uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir waren gestern schon mal für, weiß gar nicht, so 2,5 Stunden oder so drin. Wir werden heute auf jeden Fall nochmal reingehen. Ja, hier haben wir jetzt eben diesen schönen Stellplatz nur kurzfristig für 2 Nächte bekommen. Hier haben wir jetzt also das Hotel und den Eingang zur Sauna von der Rückseite. Und an diesem Ende hier gibt es dann noch solche kleinen Häuslein. Wir haben gesagt, das sind die Vogelhäusler. Die sind also von der Größe und von der Ausstattung vergleichbar mit diesen Campingfässern oder Pots, die es ja jetzt auch relativ oft gibt. Das ist natürlich auch eine witzige Idee hier in leicht luftiger Höhe. Seite hier, vielleicht gehen wir da jetzt noch durch, ist dann ein Spielplatz. Hier also der Spielplatz. Kann man dann hier weitergehen durch den Spielplatz? Ja, mit dem Spielplatz kann man durchgehen. Dann gehen wir hier mal durch und gehen noch an das andere Ende vom Platz. Also der Campingplatz ist auch kinderfreundlich gestaltet. Es gibt dann noch so einen Kletterbereich, Tischtennisplatte. Ja, da kommen wir nachher gleich noch vorbei. Hier eben großer Spielplatz. Und was ist dann hinter dem Damm? Das weiß ich nicht. Also es fließt ja hier die Schutter vorbei, haben wir ja schon gelesen. Ja, das ist Jetzt sind wir hier am Ende vom Spielplatz ankommen. Das ist der Grillplatz. Ach, das ist, ach hier, Grillplatz, klar. Und das Hüttle da? Das ist, wenn es regnet. Ach so, da kann man sie dann reinhocken und ist überdacht. Aha. Und dann haben sie hier nur ein kleines Biotop. Genau, für die Spielkinder gibt es auch was. Gut. Ach so, dann kannst du das Wasser so hochpumpen, oder wie? Ach so, und dann da kommt es da oben. Ah, jetzt funktioniert das Ganze. Da kommt das Wasser da oben. Wo fließt es dann hin? Ih, da kann man richtig matschen. Das fließt dann da in den Sand rein. Okay. Okay, gut. Genau, dann gehen wir jetzt mal hier. Aber hier kann man, glaube ich, rausgehen. Da ist dann so eine Brücke. Da kommt man dann aber, jetzt bleiben wir erst mal drinnen. Genau, das Biotop. Dann gehen wir jetzt hier wieder Richtung zu den Stellplätzen rein. Genau, also da kann man dann rausgehen auf diesen Weg, Radweg, Fußweg, was auch immer das dann ist. So,
Dann gehen wir jetzt nur noch da hoch. Da brauchen wir gar nicht so weit gehen. Das ist ja auch raffiniert. Das ist direkt neben unserem Stellplatz. Kleines Waschbecken. Schau mal, ob da sogar... Was ist denn da hinten versteckt? Ein Pissoir. Es ist jetzt nur für die Männer. Die Frauen haben es natürlich wieder schwieriger. Aber zumindest kann man hier schnell zum Zähneputzen herkommen. Und wenn man jetzt von der Rezeption auf die andere Seite geht, dann gibt es hier noch diese ganz komfortablen Naturstammhäuser. Ach, der Bastelraum da oben, ja, können wir ja nur raufschauen. Genau, also das sind dann hier richtig große Häuser. Bis zu 16 haben, glaube ich, Platz. Ja? Sind in unterschiedlichen Größen. Kann man also mit ganzen Gruppen rein. Da hinten ist dann noch die Tischtennisplatte. Genau hier, also überall Stellplätze. Im Moment sind ja noch ein paar frei, aber scheinbar kommen heute noch welche, weil bis jetzt haben sie uns noch keine weitere Übernachtung anbieten können. Hier im Anschluss an die Naturstammhäuser ist dann das Sanitärgebäude 2. Und wenn man da hinten durchgeht, dann gibt es hier nochmal was für die Kinder. So einen kleinen Kletterbereich. Und in dem rechten Teil steht dann nur die Tischtennisplatte drin. Ah, hier im Freien ist auch noch eine. Und hier schaut so aus, als ob nur irgendwas gebaut wird. Was auch immer, wird wohl auch dazugehören. Ja, genau, das ist die Zeltwiese. Erstaunlicherweise frei. Also es sind ja hier nur so viele freie Plätze. Naja, vielleicht haben wir doch Glück und die können uns nur für eine Nacht was anbieten. Und in direkter Nachbarschaft dann das Freibad. Und so wie wir das nachgelesen haben, ist es dann im Preis mit drin, weil man kriegt ja eine feste Karte, weil man ja auch Kurtaxe bezahlt. Und dann kann man das Freibad auch mit benutzen. Genau, Kosten. Wir haben jetzt bezahlt pro Nacht 48 Euro und ein bisschen was. Also für den Stellplatz, für uns beide, inklusive eben der 1,5 Stunden Sauna pro Tag, inklusive Strom. Ja, inklusive allem eigentlich. Gell? Da zahlen wir jetzt, außer wir bleiben halt länger in der Sauna als die 1,5 Stunden. Und das ist also für diesen Komfortplatz also absolut in Ordnung, der Preis. Und genau, die Sanitäranlagen sind auch sehr komfortabel, richtig schön. Alles natürlich warm. Sieht alles sehr modern, sehr neu aus. Also unser Fazit lautet, der Campingplatz ist zu 100% empfehlenswert, auch im Winter. Hier geht es jetzt also hoch zum Bastelraum. Dann schauen wir uns den mal nur an. Was man hier so alles basteln kann. Hallo, wir wollten nur mal kurz reingucken. Sogar ein Geldautomat. Mal kurz in den Laden rein. Oh, der hat nur bis 10 Uhr offen. Da muss man früher kommen. Der ist schon wieder zu, ja. Gut, also da gibt es halt hauptsächlich Semmeln, ein bisschen Spielzeug, ein paar Getränke und das Wichtigste halt. Eis.